Schiffsabbruch los. Sie sind eine Kritikerin vom schiefen Turm. Warum wollen Sie den nicht in der Rhön gebaut haben? Weil er mir von der Ästhetik her einfach zu groß, zu gewaltig dasteht. Er erinnert mich von der Bauform her an einen schiefen Grenzturm. Und es tut mir wahrlich leid, aber ich habe mich im Laufe meines Lebens an dieser Form von Türmen satt gesehen. Und finde den überhaupt nicht ästhetisch, zu den Rundungen der Rhön passend, viel zu groß für den Berg und ja, von der Architektur her schon mal fraglich. Was gefällt Ihnen denn da speziell nicht dran oder ist es das ganze Projekt? Nein, das ganze Projekt will ich jetzt nicht kritisieren. Gut finde ich, dass überhaupt sich Gedanken gemacht wurde über ein Besucher- und Erlebniskonzept. Aber auch da habe ich Kritikpunkte und nicht wenige. Auch das halte ich für übertrieben groß, zu viel unter Tage. Zu wenig Erlebnispädagogik, zu wenig Naturnähe und von der Ausstellungskonzeption her zu viel mediale Technik. Da geht mir der naturnahe Gedanke verloren und ich finde auch die Eintrittspreise nicht unbedingt familienfreundlich. Sehe auch wenig Sinn, dass man in diesen einzelnen Preispaketen nur einmal die Rutsche benutzen darf. Ja, und vieles ist eben fragwürdig in meinen Augen und zu schnell konzipiert, zu wenig drüber nachgedacht und diskutiert. Hätten Sie denn einen besseren Vorschlag? Was würde Ihnen dann besser gefallen? Also auf alle Fälle würde ich es etwas kleiner und sparsamer angehen, damit nicht so eine große Risikolast dann auf uns zukommt, denn wir wissen ja alle nicht, ob es funktioniert oder nicht. Viele wünschen sich das vielleicht, aber das Risiko bleibt bei den Gemeinden und ich bin für eine kleinere Version, mit viel Naturnähe, auch mit Ausstellungsflächen, mit viel aktiven Möglichkeiten, Sportmöglichkeiten, Eventmanagement fehlt überhaupt in dem Konzept, vermisse ich ganz und gar, Kooperation mit den Dingen, die schon da sind, vermisse ich auch, wie Kunststation Öpfershausen, Ausstellungsflächen, für die zum Beispiel schaffen, Workshops anbieten, alles sowas vermisse ich und das finde ich schade. Was werden Sie unternehmen, damit dieses Projekt nicht verwirklicht wird? In erster Linie bin ich für den demokratischen Prozess. Jetzt erstmal habe ich mich auf den Weg gemacht, um das in Gang zu bringen, dass die Bürger eine Entscheidung treffen können, mitentscheiden können, ob sie sowas wollen oder nicht. Das finde ich ganz wichtig, weil das betrifft noch Generationen nach uns und verändert auch das Bild des Berges maßgeblich. Und da finde ich schon, dass der Bürgerentscheid ein wichtiges Gremium ist, wo sich jeder einbringen kann. Erstmal.